Ah, jetzt muss ich noch angeben, dass ich einverstanden bin, ne? Habe ich gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören bereits, das ist mein heutiger Gesprächspartner hier auf Kuriosum TV. Aber vorher will ich Sie noch standesgemäß begrüßen. Ich bin Ronaldo Goldberger, für die, die mich nicht kennen. Ich bin freischaffender Journalist. Seit Anedotsmol, es ist eine Urzeit, wo man noch Schulbücher in, sagen wir mal, in gotischer Schrift hätte müssen lesen. Und insofern freue ich mich, dass ich heute mit geschichtlichen Eigenheiten darf mich unterhalten mit dem Professor Erik Petri von der Universität Basel. Und bevor ich ihn standesgemäß noch einmal begrüße, bitte tun Sie den Sender freundschaftlich nicht nur begutachten, sondern auch weiterleiten in seine Sendungen. Es geht immer darum, Geschehnisse zu überprüfen, auf ihre Wahrhaftigkeit, Hintergründe auszuleuchten. Und insofern wissen Sie, hier auf dem Kuriosum TV kann man doch das eine oder andere auch noch dazulernen. Wird sie vielleicht auch ein bisschen ins Grübeln bringen. Und heute geht es um ein Thema, das nicht so ein Allerweltsthema ist, aber doch sehr interessant und augenfällig, vor allem, weil ja Basel zu einem Bunker verkommen ist, aufgrund von einer Jubiläumsfeierlichkeit. 125 Jahre wird der Kongress vom, also der erste zionistische Kongress von 1897 gebührend gefeiert, in Anwesenheit vom israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog. Und um das genauer auszuleuchten, bin ich jetzt mit dem Professor Erik Petri in Verbindung, seines Zeichens der stellvertretend Leiter vom Zentrum für jüdische Studien an der Universität Basel. Er ist Professor für Neuere Geschichte mit einer besonderen Schlagseite, könnte man sagen, vom jüdischen Kernelement, wo sich auch rund um den Zionismus tut, Balge, müssen wir fast schon sagen, und Israel und noch vielem anderen. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich, Herr Professor Erik Petri. Hallo, Herr Goldberger. Ich sehe, Sie sind guter Dinge, weil Sie genau wissen, dass ich Sie kurz und konzis frage, wieso ist Basel zu einem Bollwerk von einer Verteidigungsmaßnahme wurde, die sehr ähnlich aussieht wie beim WEF Davos. 700 Polizisten und Soldaten, Flugverbot so etwa vor 20 Kilometern, nicht einmal Drohnen dürfen oberhalb vom Casino Basel, dem historischen Gebäude, dröhnen. Warum ist dermaßen viel los zu Basel, dass man schier schon Angst muss haben, sich dort in der Innenstadt zu bewegen? Ja, der Zionismus löst offensichtlich im Zusammenhang mit dem Staat Israel so viele Bedrohungen aus, dass es nötig erscheint, nicht nur den Ort und diese Tage sozusagen zu bewachen, sondern wir sehen das ja auch in anderen Einrichtungen. Also Synagogen sind immer bewacht, jüdische Einrichtungen weiter, auch das Zentrum für jüdische Studien hier unterliegt besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, offensichtlich gibt es eine Bedrohungssituation, der entgegengetreten werden soll und entgegengetreten werden muss. Und das erleben wir jetzt allerdings als Peak hier in Basel. Es wird ja beanstandet, dass 125 Jahre, nachdem jüdische Menschen weltweit und damals vorwiegend aus Ost- und Westeuropa sich entschlossen haben, einem jüdischen Staat quasi der spirituelle Vorschub zu gewähren, also dass man jetzt im Prinzip nicht gross weiter ist. Juden sind nach wie vor bedroht und sogar in der neutralen Schweiz. Das ist doch eigentlich eher seltsam. Also haben die Juden in dem Sinn über die zionistische Bewegung ihre Ziele nur teilweise erreicht? Wenn man sich das anguckt, was sie 1897 und die weit, also drumherum gesagt haben, dann sind die Ziele tatsächlich nur teilweise erreicht. Das Ziel eines jüdischen Staates ist erreicht, Israel, klar. Die Idee des Zionismus, reden wir bestimmt noch mal drüber, ist noch ein bisschen weitergehend. Die Idee allerdings, dass damit der Antisemitismus verschwindet, das ist tatsächlich nicht erreicht. Das haben die Leute damals auch gehofft, gedacht, das wäre so ein Weg. Das war aus ihrem Denken heraus, aus dem Verständnis der Zeit heraus auch verständlich, dass man gedacht, das ist jetzt eine Lösung. Es ist also nur in Anführungsstrichen eine Teillösung, aber es gibt immerhin einen jüdischen Staat. Man darf ja mit Fug und Recht behaupten, dass Basel sieht zumindest auf die spirituelle Art und politisch
der jüdische Staat begründet worden. Der Theodor Herzl, wenn Sie so wollen, also Feuilletonist, Journalist, Buchautor, und der Jurist. Und Jurist noch dazu. Er kommt ja von Ungarn, ist geboren in Budapest, hat dann lang zu Wien gewirkt. Und da hat selbes mal Folgendes gesagt, und ich zitiere, und das wird ihm sozusagen ausgelegt als Vision. Und das ist schon spannend, dass er vor allem recht hatte. Er hat gesagt, wenn ich den Kongress, also wir reden jetzt vom Zionistenkongress, von Ende August an 1897 zu Basel. Also, ich zitiere, wenn ich den Kongress in einem Wort zusammenfassen müsste, sagte Herzl nach seiner Abreise aus Basel, wäre es das. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sage, sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten. In 5 Jahren vielleicht und sicher in 50 Jahren wird es jeder einsehen. Punktgenau hat er es getroffen. Also gut, genau. Ein halbes Jahrhundert später ist der israelische Staat ausgerufen worden mit viel Geburtswehe. Woher riert eigentlich die Sehnsucht von der Juden nach einem jüdischen Staat? Sie sind doch tausende von Jahren in der Gola, das heisst in der Diaspora, im Exil, auch irgendwie durchgekommen, allerdings mit grosser Mühsal. Und auf einmal hat sich das so manifestiert, dass man in einem eigenen Staat eine nationalstaatliche Bedeutsamkeit will erlangen, wo man sicher ist vor den Gefahren. Aber wieso eigentlich so spät? Andere Länder sind ja vorher begründet worden und die Juden sind fast ein bisschen zu spät gekommen, oder? Also das stimmt, es ist ein bisschen spät. Also Sie haben es ja schon gesagt, man muss da, um den Zionismus zu verstehen, muss man auch ein bisschen was vom Judentum verstehen. Das heißt von der religiösen Vorstellung, dass man sich in der Diaspora befindet, wie Sie gesagt haben, und dass aus der Diaspora nur der Messias, das Volk Israel, also das jüdische Volk, zurück in die Heimat nach Eretz Israel, hebräisch Land Israel, also Palästina im allgemeinen Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts, zurückführt. Diese Vorstellung innerhalb des religiösen Judentums ist immer existent gewesen. In diesen ganzen Jahren, Mittelalter, frühe Neuzeit. Das ist immer da geblieben. Auf den Gedanken, dass jemand das sozusagen praktisch umsetzt, bevor der Messias kommt, das ist nicht passiert. Man hat sich versucht, in die europäischen Gesellschaften, und jetzt, das sehen wir es mal ganz grob so, europäischen Gesellschaften einzubringen. Das ist, auch da haben Sie schon ganz richtig gesagt, sehr schwer gemacht worden, bis abgelehnt worden. Und das 19. Jahrhundert allerdings bringt eine andere Qualität. Das ist wichtig, nämlich erstens noch eine schärfere Ablehnung und zweitens die Idee, dass der Nationalstaat für Völker die richtige Staatsform ist, die sie dann als selbstbestimmte Gemeinschaften existieren lassen. Das existiert auch noch heute so. Also ich meine, wir leben immer noch in Nationalstaaten und das scheint im Moment das einzige Modell zu sein, was halbwegs funktioniert. Und darauf haben die Zionisten dann auch schließlich reagiert. Sie haben dann gesagt, also wenn das hier so abgelehnt wird und wir reden über Antisemitismus im 19. Jahrhundert, wir reden noch gar nicht von der Shoah oder so, wir reden von Antisemitismus im 19. Jahrhundert in einer Situation, in der in Westeuropa die in den meisten westeuropäischen Ländern Juden und Jüdinnen völlig gleichgestellt waren. Also da gab es keine Gesetze dagegen. Osteuropa ist eine andere Situation, vor allem zaristisches Reich. Da ist das nicht so mit der Emanzipation. Aber in Westeuropa ist das so. Und gleichzeitig haben wir einen scharfen Antisemitismus, der sich eben ein bisschen geändert hat. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass man sagt, ja, Judentum als Religion finden wir nicht so toll, sondern man hat gesagt, Juden sind eine eigene Rasse und die sind schlecht. Und mit diesem Argument, da kommen Sie ja überhaupt nicht wieder raus. Also da können Sie machen, was Sie wollen, da sind Sie immer drin. Also Ideen wie im Mittelalter, ja, lässt man sich halt taufen, lässt man raus aus diesem Spiel, alles nicht mehr da. Und mit diesem Antisemitismus haben die Zionisten zu tun. Und ihre Antwort ist eine Antwort aus dieser Zeit, im Grunde weitertragend bis heute. Dann sind wir ein Volk, wir sind ein Volk, schreibt Herzl. Und dann brauchen wir auch einen eigenen Staat. Es ist ein bisschen spät, da haben Sie schon recht, aber... Entschuldigung, es ist aber auch nicht zu spät. Es ist diese Zeit von Nationalstaatbildung. Herr Professor Petri zu Basel, ist es nicht ein riesiger Paradigmenwechsel, dass die Juden, die über Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende, seit der Vertreibung aus ihrem angestammten Land, also zuletzt von den Römern oder Zweiten Tempel im Jahr 70 zerstört haben,
dass sie wahrgenommen worden sind als schwach und nicht fähig, sich so zu sammeln, dass sie als, sagen wir mal, potenzielle Herausforderer angeschaut werden. Man hat sie ja dauernd verfolgt, man hat probiert, sie auch umzudrüllen, sich fürs Christentum hätten sie sich so quasi einsetzen, damit sie nicht über das Zwangstaufe in die Gesellschaft könnten eintreten. Und auf einmal hat es so einen Umschwung gegeben. Ist es wirklich nur die Verfolgung? Weil sie haben gesagt, es gäbe so eine Art messianische Grundgedanken, wobei ich möchte hier gerne differenzieren, das ist ja eigentlich ein christlicher Ausdruck. Messianisch im Sinn von Heilserfüllung. Woher kommt eigentlich der Name Zion? Zionismus heißt ja nicht umsonst so. Also Zion ist einer der Hügel, auf denen Jerusalem gebaut ist. Der heißt Zion. Und den Begriff Zionismus hat man übernommen, weil der Begriff Zion im Laufe tatsächlich der Jahre, der Jahrhunderte eigentlich so ein Begriff erst auch für ganz Jerusalem geworden ist und schließlich auch für das ganze Land. Das ist nicht zutreffend, korrekt. Also korrekt, das Land heißt nicht Zion, die Stadt heißt auch nicht Zion, sondern Jerusalem. Aber dieser Begriff wird im 19. Jahrhundert so wie ein bisschen überdeckend verstanden und daraus macht Nathan Birnbaum, das ist ein Journalist gewesen, dann vorherzelt schon diesen Begriff des Zionismus. Es gibt auch noch den anderen Begriff des jüdischen Nationalgedankens, jüdisches Nationalbestreben, das meint im Grunde auch Zionismus. Sie haben aber, was Sie vorher noch angesprochen haben, was ganz wichtig ist, dieser Paradigmenwechsel. Ja, das Wahrnehmen von Juden und Jüdinnen als schwach zieht sich durch das ganze Mittelalter. Das ist auch durch bestimmte Gesetze ein bisschen gefordert. Juden durften keine Waffen tragen, sie durften nicht an Stadtbefestigung mitarbeiten, Städte mitverteidigen. Also diese Zuschreibung als schwach, die von manchen Wissenschaftlern, Daniel Bujarin zum Beispiel in den USA, auch als Überlebensstrategie gesehen wird. Wenn die uns als schwach ansehen, dann bringen die uns nicht um. Jetzt kommt ein Paradigmenwechsel, der auch ganz stark aus dem 19. Jahrhundert kommt, der sagt, wir sind eben nicht schwach, wir sind stark. Man kann das zum Beispiel in der Sportgeschichte sehen, ne? Muskeljudentum, so. Also, dass man sagt, hey, wir können das ganz genauso wie die anderen auch. Wir machen Sport, wir können uns verteidigen, wir lassen uns nichts mehr gefallen. Und da haben Sie recht, das ist ein Paradigmenwechsel, der aber nötig war für diese Nationalstaatsbildung. Ohne den Paradigmenwechsel wäre das nicht gegangen. Eine kleine historische Reminiszenz: In der Schweiz ist die vollständige Berechtigung von den Juden dort, sich als normale Bürger zu betätigen, beruflich und auch gesellschaftspolitisch, erst 23 Jahre vor dem Stattfinden von dem ersten Zionistenkongress passiert. Also die Schweiz ist hier ebenso spät dran wie die jüdischen Menschen, in dem sich finden, dass sie auch angestrebt haben, nicht nur sich emanzipieren zu dürfen, sondern auch ein Eigenrecht geltend zu machen. Und denken Sie ans Frauenwahlrecht, Frauenstimmrecht in der Schweiz, das ist dann noch später. Und jetzt will ich auf einen interessanten Punkt sprechen kommen und ganz kurz etwas aufzeigen. Ich werde nämlich der Fackel, wo man damals aufgelegt hat, vom Zionistenkongress zu Basel einblenden. Und dort gibt es ein Arbeitsprogramm und ich lese auf der linken Seite so ein, zwei Punkte. Also es geht um die allgemeine Lage der Juden. Und im vierten Punkt, und das ist das Spannende, auf das ich jetzt sprechen möchte mit Ihnen, ist die sogenannte Dekolonisation Palästinas. Es geht dort um Landankauf, um Gründung von neuen Kolonien, um Ausbildung von Kolonisten, Import und Export und natürlich noch Kulturelles. Jetzt assoziiert man gemeinhin, Professor Petri, mit Kolonie, so etwas wie ein Kolonialreich, wo die Deutschen und Belgier und Holländer, Spanier, Portugiesen, die Engländer und auch viele andere Nationen weltweit mit brutaler Gewalt in der ganzen Welt errichtet haben. Kolonie, mit was assoziieren Sie das, wenn man das im Zusammenhang mit dem Zionismus setzt? Also der Begriff der Kolonien ist ein Begriff auch aus dieser Zeit. Der ist allerdings nicht aus dem Kolonialismus sozusagen gewählt, denn es ist das, was dort in Palästina passiert, ist kein Kolonialismus. Wir haben ja schon mal kein Hauptmutterland, was sozusagen Kolonisten schickt. Also das bricht schon mal weg. Was in dem Programm steht, ist etwas, was schon seit den 1880er Jahren
existiert. In 1881 wird in Russland der Zar ermordet, großer Vorwurf, die Juden hätten den Zaren ermordet, alles gelogen, löst aber eine riesige Pogromwelle aus und eine große Auswanderung, vor allem nach Amerika. Und ein kleiner Teil der Leute nimmt diesen Zionsgedanken, den es da eben schon gibt, auf und sagt, wir wollen wieder nach Eretz Israel, so sie sagen auch bewusst Eretz Israel, nicht immer nur Palästina, wir wollen dort ein autarkes Leben auf dem Land führen. Klammer auf, in diesem Land, das gehört zu dem Zeitpunkt zum Osmanischen Reich, leben schon jüdische Leute, vor allem aber in den Städten. Auf dem Land, also sozusagen landwirtschaftliches Leben in dem Sinne gibt es nicht. Die dorthin gehen, ab den 1880er Jahren, gehen aber mit dem Gedanken einer Renaissance des Judentums hin. Und das heißt, wenn man sich im Judentum ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass die allermeisten Feste im Grunde landwirtschaftliche Feste sind, die auch an Jahreszeiten geknüpft sind. Also Gebet für den ersten Regen im September irgendwie, das macht ja in Zürich nicht viel Sinn, ne? Da regnet es ja ewig, also sozusagen. Da muss man halt, also man nimmt das auf, man möchte in Palästina eine autarke landwirtschaftliche Siedlung gründen. Das heißt, man möchte von dem, was man anbaut, leben und damit eine Renaissance des Judentums haben. Man erlebt Judentum als etwas, was eine Renaissance bedarf, neu gestaltet werden muss. Und das geht nur im Land. Das ist eine ganz kleine Gruppe, die geht. Sind bis ungefähr 1945 nicht mehr als 5000 Leute, die wirklich dann an diesen Siedlungen leben. Das klappt auch nicht sehr gut, muss man sagen, weil die Leute, die da hinkommen, haben von Landwirtschaft im Grunde nur ganz wenig Ahnung. Und selbst wenn die Leute die Ahnung haben, die kommen aus dem Landwirtschaftsbereich, aus dem vor allem osteuropäischen Bereich, der völlig anders ist als die klimatische Situation natürlich in Palästina. Das heißt, sie stehen im Grunde relativ schnell vor dem Scheitern ihrer Projekte. Dann übernimmt Edmond de Rothschild, das ist ein Spross der Rothschild-Familie in Frankreich, der sich nicht für Banken interessiert, sondern für Kunst, der fördert diese Kolonien und sagt, das ist alles gut, was ihr macht, finde ich eigentlich eine gute Sache, so, ja, aber ihr müsst Wein anbauen. Und das finden die erstmal doof, lange Diskussion. Dann machen sie das aber schließlich und diese ersten Kolonien bis so Anfang des 20. Jahrhunderts werden dann also so Weinbau. Kolonien. Und auf diese Kolonien hebt Herzl ab. Der hat das nicht sehr toll gefunden mit den Kolonien, weil er sagt, wir können nicht einfach dahin gehen und irgendwas gründen. Wir brauchen, Basler Programm, öffentlich-rechtliche Heimstätte. Wir brauchen die Genehmigung der politischen Entscheidungsträger in Europa, das sind die Großmächte plus das Osmanische Reich, um dort tatsächlich dann so einen Nukleus eines Staates zu haben. Aber es gibt diese Kolonien, er besucht die ja dann später auch und darauf hebt er ab, also wir wollen dort Kolonien kaufen und das machen die auch, die gehen also, da gibt es so Siedlungsgesellschaften und die kaufen Land, was meistens in einem auch tatsächlich sehr katastrophalen Zustand ist, sehr malariaverseucht und vor allem in der Ebene Palästinas, die meist dort lebenden arabischen Pelachen, also die wirklich als Bauern arbeiten, die arbeiten weniger in diesem flachen Land, sondern eher in dem leicht hügeligen Land, weil das viel fruchtbarer ist, das Land, flache Land, also sozusagen zur Küste hin, das ist eher Malaria verseucht, sehr schwierig. Das verkauft man auch ganz gerne, weil das ist mal los und dann ist das schon in Ordnung. Hat man also ein Geschäft gemacht und für die jüdischen Leute ist das also unglaublich toll, wenn man Quellenlied aus dieser Zeit, größte Begeisterung, Sichon Jakov da im Norden, die so ein bisschen auf dem Hügel liegen, also das, da liest man begeisternde Sachen, dass man jetzt wieder im Land ist. Das erreichen wir. Darauf hebt Herzl ab, obwohl das für ihn ganz klar nicht das Zentrum ist. Der will eine politische Zusage für ein Land. Und gleichzeitig, Herr Professor Petri von Basel, der Theodor Herzl hat ja auch so eine Art Kulissenschieberei begangen. Er hat 200 Delegierte können wohl um sich scharen in dem doch sehr historisch bedeutsamen Gebäude vom Basel Stadtcasino, wo ja jetzt prächtig renoviert worden ist. Es hat immer eine Plakette gehabt, die erinnert hat an das Ereignis von 1897. Ist jetzt drinnen übrigens, ne? Die hing immer draußen und 1997 für 100 Jahre wurde sie nach innen gehängt. Und jetzt ist natürlich folgende Frage. Er hat ja eine Pendeldiplomatie sozusagen wie angesetzt. Er hat sich mit Persönlichkeiten getroffen, unter anderem auch mit dem deutschen Kaiser, der Wilhelm II. Es ist ihm nicht so richtig gelungen. Seine Überzeugungsarbeit hat sogar zur Folge gehabt, dass man zwischendurch, man höre und staune. Und Sie erlauben mir, dass ich Sie das frage vor dem Hintergrund von dieser Ideologie. Wie kommt das,
dass zionistische Funktionäre am Anfang sogar hätten wollen, jüdische Menschen ansiedeln zu Argentinien oder zu Uganda. Die haben ja die Gost nichts zu tun mit dem jüdischen Erbe. Nein, also Argentinien ist ein besonderer Fall, weil die Siedlungen in Argentinien, die gibt es halt schon vor Herzl. Also die sind von Baron Moritz Hirsch, hieß er, Maurice de Hirsch nannte er sich dann, eingerichtet worden als Lösung, im Grunde als gleiche Lösung, wie Herzl es gedacht hat. Also wir brauchen Platz, wir brauchen einen Ort, wo man in Ruhe und unangefochten leben kann. Und das sind diese Kolonien in Argentinien. Deswegen steht im Judenstaat von Herzl ja auch, dass er noch nicht so ganz genau weiß, ob er eigentlich nach Argentinien oder nach Palästina soll. Also Argentinien ist der eine Punkt. Das andere ist Uganda, das kommt später, 1903. Da bieten die Briten tatsächlich in einem Bereich, der so Uganda, Kenia heute liegt, so ein halbautonomes Gebiet an. Das ist eigentlich schon mal nicht so eine schlechte Idee. Also eigentlich erreicht Herzl da sogar ja fast mehr, als man erwarten kann. Sie haben ganz recht, also er geht dann zum Kaiser, er geht nach Russland, er geht zum Osmanischen Reich. Die Leute nehmen ihn nicht wirklich ernst, aber er weiß aufzutreten. Also er hat so eine Art, so als Diplomat aufzureden, wo man, also das ist wirklich ganz erstaunlich, muss man sagen. Denn normalerweise, der Zionismus ist zu dieser Zeit ja wirklich eine kleine Bewegung. Also die Briten bieten also diesen Gebiet an. Also, und jetzt gibt es eine riesige Diskussion auf den Kongressen, was man damit machen soll. Soll man das annehmen, sozusagen wie eine Art, man denkt an Maxim Gorki, Nachtasyl? Also ist das hier so eine Übernachtung, wo es uns später dann woanders wieder besser geht? Und der Kongress lehnt das schließlich auch ab. Also sie wollen das nicht. Sie sagen, also wenn wir schon einen jüdischen Staat machen, dann kann der überhaupt nur in Palästina sein. Es gibt ja ganz viele Bestrebungen, auch Zypern, El Arish, überall gibt es so Ideen, da könnte man siedeln. Aber die Zionisten sagen, eigentlich, also wenn wir das schon machen, dann geht nur Palästina. Der Theodor Herzl, von dem es im Übrigen Stross gibt zu Basel, der ist durch Jüdisch Friedhof, oder es gibt einen Haufen Theodor Herzl Stross und auch Basel Stross in Israel. Er hat ja, sagen wir mal, ein markantes Profil mit seinem langen und fleckten Bart. Er ist ja nur 44 geworden im Übrigen. Und man sieht ihn dort im Hotel Drei König, wie er so bedächtig auf ihn rausschaut. Es ist ihm ja nicht gelungen, das zu erleben, was er prophezeit hat. Und er hat ja eine ganz große Opposition gehabt, eine innerjüdische, also auf der religiösen Seite hat man gefunden, das geht nicht, weil Juden müssen nicht selber das Schicksal in die Hand nehmen, sondern das Gott überlassen. Und die säkular Orientierten, die haben ja mehr wollen, der Sozialismus sozusagen aufs Tapet hieven, also dort ist weniger ums jüdische Kernelement gegangen. Wieso hat sich denn am Schluss trotz allem noch das jüdische, sagen wir mal, sehnsüchtige Element können sich so ausmanifestieren, dass daraus sogar ein Staat entstanden ist? Im Grunde haben Sie die Frage schon selbst beantwortet, weil das jüdisch Sehnsüchtige, weswegen Herzl ja dann auch von Argentinien abkommt, ist das starke Element. Das ist das Element, was im Grunde die Leute dann vom Zionismus auch überzeugt hat. Man kann wunderbar in Amerika leben. Das ist toll. Man kann auch in vielen anderen Ländern leben. Man kann auch in der Schweiz leben. Super. Also alles wunderbar. Aber das Element des eigenen, das Element des eigenen Jüdischen, nicht irgendwo in New York, schickes Viertel, sondern das Element des eigenen zu haben, der Selbstbestimmung, der Souveränität, das konnte es eben nur in Palästina geben. Mit verbunden mit starken Emotionen. Das ist auch ganz klar. Rational wäre Palästina für diese europäischen Leute nicht die erste Wahl gewesen. Das ist kein in dem Sinne entwickeltes Land, wie sie sich das vorstellen. Die gucken sehr herab auf den Orient, wie ganz Europa das natürlich macht. Das ist ja nicht spezifisch Zionismus, sondern wie ganz Europa. Und das ist aber dieses Emotionale, das ist genau der Punkt, der dann den Zionismus auch erfolgreich macht und vor allem auch viele Strömungen innerhalb des Zionismus dann auch eint. Sie haben ja eben schon angesprochen, die
Religiösen, die dagegen sind. Die Sozialisten so ein bisschen dagegen, aber ein bisschen auch dafür. Aber viele Säkulare, die auch sagen, das widerspricht total der Idee, dass wir Europäer sind, also Franzosen, Deutsche, Italiener, you name it, Schweizer, sondern dieses Argument des Emotionalen ist eben dann stärker gewesen. Und das Erleben des Antisemitismus, der am Ende des 19. Jahrhunderts also massiv ansteigt, dann im Ersten Weltkrieg nochmal, vor allem in Deutschland, und dann 30er, 40er, Zweiter Weltkrieg, Shoah natürlich nochmal. Das heißt aber nicht, dass der Staat Israel wegen der Shoah gegründet wurde. Basel ist ja sehr bekannt zu Israel, wo ich dort lange Jahre Auslandkorrespondent bin, mit Sitz in Jerusalem und später Tel Aviv. Dann hat es immer geheißen, woher kam ich? Ah, aus Basel. Und dann hat man Basel sozusagen benannt, ihr WM bei Israel, also sozusagen eine Mutterstadt von Israel. Aber Basel, oder der Zuschlag von Basel, ist ja nicht automatisch erfolgt. Man hat ja zuerst Zürich und darauf haben München ins Auge gefasst. Und am Schluss ist Basel rausgekommen und es hat sogar unterstützende Kreise gegeben aus christlichen, also von christlicher Provenienz, wo angeblich sollen sogar Hurra auf die Juden geschrauben sollen haben. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht ermessen. Ich weiß nicht, wer dabei war und das aufgenommen hat. Wahrscheinlich selbst wohl eher nicht. Aber wie erklären Sie sich auch eine gewisse christliche Verankerung vom Zionismus, wo es ja bis heute auch noch gibt? Also, Sie haben ganz recht, es war erst München geplant. In München hat sich die Deutsche Rabbinerkonferenz und auch die jüdische Gemeinde in München haben sich dagegen gestellt mit den Argumenten, die wir eben schon gehört haben. Herzl hat dann mit David Farbstein, das war Zionist in Zürich, geschrieben und gesagt, können wir das nicht in Zürich machen? Hat er gesagt, Zürich ist nicht so eine gute Idee, ne? Zu viele russische Revolutionäre, zu viel Geheimpolizei. Und man wollte das Russische Reich auch nicht verärgern. Also man wusste, es kommen sehr viele Zionisten aus Russland. Man wollte jetzt auch, dass die kommen können. Also hat er Basel vorgeschlagen. So ist Basel dann dazugekommen. Ja, es gibt auch in Basel eine Gesellschaft der Freunde Israels, die das sehr unterstützen. Das ist aber nicht der Grund gewesen, warum er nach Basel gegangen ist. Und die christliche Unterstützung für den Zionismus, das muss man wissenschaftlich davon auch trennen. Das hat den Zionismus nicht nach vorne gebracht oder besonders dem Sinne unterstützt. Also dass deswegen Basel und deswegen der Staat gegründet wurde. Man kann das auch recht kritisch sehen. Ist diese Gesellschaft der Freunde Israels, steht da nicht möglicherweise doch irgendwo auch so eine Taufidee dahinter, also so eine Erlösungsvorstellung, wenn alle dann in sozusagen im heiligen Land sind, dann erkennt man möglicherweise, wer der richtige Messias ist. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von einem alten normalen Lehrer, Josef Klausner, der ganz viel sich auch mit Christentum beschäftigt hat, an der Hebräischen Universität, wenn ich richtig erinnere, der mal gesagt hat, wenn der Messias kommt, dann fragen wir ihn, ob er schon mal da war. Und dann wäre alles geklärt. Wenn man sich jetzt so überlegt, warum eigentlich der zionistische Staat, wo Israel heißt, von Haufen Leuten sozusagen identifiziert wird mit einem Palästina. Ich weiß, dass das ja der Name war, wo die Engländer im Mandat bekommen haben und die Römer haben ja den jüdischen Staat umbenannt. Das ist geschichtlich doch bedeutsam, weil heutzutage gibt es Leute, die nicht mehr so draus kommen, woher kommt der Name Palästina? Kommt das von den Philister? Kommt das von den Phöniziern, vom Seevolk? Woher kommt das und wieso haben sich damals die Juden als Palästinenser gesehen und heute wird ihnen diese Identität um die Ohren geschlagen und man sagt, sie haben die letzten Leute quasi kolonisiert und sie gehen dadurch quasi Anhänger von der Apartheid. Also diese Umbenennung durch die Römer ist ein wichtiger Punkt. Das ist ganz klar, die Römer wollen die Erinnerung auslöschen. Sie wollen nicht, dass dieses widerständige Volk, die da leben und ihnen endlos Schwierigkeiten machen, sie haben auch den Griechen vorher schon endlos Schwierigkeiten gemacht, das finden die nervig. Also machen sie eine Vertreibung, benennen das Land um. Also wir wissen heute, dass auch nicht alle vertrieben wurden, dass es immer auch eine jüdische Bevölkerung auch zu der Zeit schon gab, vor allem in Jerusalem, aber auch in anderen Städten. Das heißt, sie versuchen, so eine Erinnerung auszulöschen. Und im Laufe der Zeit, über die wir jetzt reden, vor allem so also in der Neuzeit, ist der Ausdruck Palästina sehr geläufig für das Land. Das heißt, das ist ein geografischer Ausdruck. Und deswegen haben sich bis zur Staatsgründung 1948, waren die Leute, die in Palästina lebten, waren Palästinenser. Und
So haben sie jüdische Leute, arabische Leute, Muslims, Christen, ganz egal, man wohnt in Palästina, man war also Palästinenser. Wird heute nicht mehr so gesehen. Also heute ist auch so Palästina ein Ausdruck für das palästinensische Volk, was gegen das jüdische Volk gestellt wird. Und damit sind wir natürlich schon in so einer Konfliktsituation, die wir jetzt ja auch in diesen Diskussionen genau erleben. Sie haben jetzt eben schon auch schon einen dieser wichtigen Begriffe genannt, die immer kommen. Apartheid, wir haben über Kolonialismus schon gesprochen. Das halte ich alles, ich persönlich aus meiner wissenschaftlichen Perspektive heraus auch. Und dazu muss man ja sagen, dass hier in Basel auch ein Zentrum für Afrikastudien ist und wir mit denen auch zusammen schon Seminare gemacht haben zum Thema, was bedeutet eigentlich Apartheid und was löst das aus? Ich halte diese Begriffe für falsch in der Diskussion, die zu verwenden, weil sie völlig was verdecken und der Situation noch gar nicht gerecht werden. Alle denken dann, ah, Apartheid, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist viel komplexer und solche Begriffe helfen wirklich nicht weiter in der Diskussion. Sind jetzt aber, wie wir erleben, jetzt hier auch in diesen Tagen drumherum, also die sind immer en vogue, das wird immer gesagt, sehr schlagwortartig und das hilft der Situation nicht und es hilft vor allem auch nicht den Palästinensern und Palästinenserinnen. Reden wir noch einmal kurz vom geografischen Umriss vom Staat Israel. Der Theodor Herzl, im Übrigen, er hat die erste Novelle, die der Stefan Zweig geschrieben hat, wo er ihn besucht hat in seinem Büro. Also er war ja dort Feuilletonist von der Neuen Freien Presse zu Wien. Und er hat ihn in dem Sinn dann auch gefördert. Der Stefan Zweig ist ein großer Anhänger vom Theodor Herzl, seine zionistische Idee. Er hat ja am 96 der Judenstaat geschrieben und dort hat er die Ziele von Zionismus wie folgt skizziert und ich zitiere: Also die völkerrechtlich gesicherte Souveränität für den jüdischen Staat auf einem für unsere gerechten Bedürfnisse ausreichenden Landstrich. Das müssen wir also erwerben. Jetzt es gibt ja unterschiedliche geografische Zonen, wo Israel auch auch in den vorchristlichen Jahrhunderten hat. Das ist ja nicht entsprechend wie das relativ kleine Land von heute. Man hat ja eigentlich den Juden viel mehr versprochen damals. Sogar auch Land, wo ähne am Jordan ist, also was heute Transjordanien ist. Wie ist es das eigentlich gekommen, dass Israel dermaßen zusammengestaucht worden ist, was die meisten im Übrigen gar nicht wissen? Ja, also man muss dazu sagen, man könnte ja ganz einfach sagen, da gucken wir halt mal in die Tora, also in die hebräische Bibel und gucken mal, wie da eigentlich dieses Land beschrieben ist. Und wenn man das dann macht, dann stellt man fest, das ist wunderbar beschrieben, hat keine Ahnung, was es zum Teil bedeutet und wo das eigentlich ist. Das heißt, die genauen Umrisse sind zu dieser Zeit schon unklar. Sie haben aber ganz recht, wenn man das oben anschaut, dann stellt man fest, dieses eigentliche dann mal in der größten Ausdehnung entstehende Israel, Königreich, Judäa etc., das ist sehr viel größer gewesen. Wie sich das entwickelt, schlussendlich bis hin zu dem, was wir heute als Israel sehen, ist eine sehr politische Entwicklung. Das heißt, es gibt inzwischen Länder, deren Grenzen feststehen. Also nehmen wir Syrien, nehmen wir Ägypten. Die haben also schon klare Grenzen im 19. Jahrhundert. Wir sind da auch noch in dieser englischen und französischen Kolonialzeit. Wir sind im Osmanischen Reich. Das ist alles hochkomplex, sorgt dann aber dafür, dass sich so langsam bestimmte Bereiche entwickeln. Und dieser Bereich Palästina, den gab es so im Osmanischen Reich tatsächlich nicht. Also es gibt nicht einen Bezirk Palästina, wo man sagen könnte, das is it, sondern es gab verschiedene Bereiche, die das abdecken. Jerusalem selber war sozusagen reichsunmittelbar, wie das im deutschsprachigen Mittelalter heißen würde. Das war direkt Konstantinopel unterstellt. Und aus diesen verschiedenen Bereichen entwickelt sich so langsam so eine Vorstellung, wie könnte das denn aussehen? Also wie könnten Grenzen da sein? Und Sie haben ganz recht, wenn man das rein aus mit dem religiösen Blick anguckt, dann ist dieser Bereich, vor allem dieser Küstenbereich, eher weniger entscheidend im religiösen, sondern tatsächlich Judäa, Samaria, also das, was heute die Westbank ist, eher als religiöser Bereich angeguckt wird. Das ist aber für die Zionisten, von denen wir um 1897 reden, nicht wichtig gewesen. Die haben gesagt, wir wollen einen Nationalstaat und wir nehmen den, wie Herzl sagt, öffentlich-rechtlich gesichert. Und wenn es halt dieser Bereich ist, dann ist es der. Was dazu kommt, ist, dass in diesem Bereich, also sozusagen wie in dieser Sichel, die wir sozusagen haben, die meisten
Siedlungen, Kolonien und Städte waren, in denen jüdische Leute gelebt haben. Und so hat die UNO natürlich geguckt. Also wo leben denn jüdische Leute? Und der Bereich, das, was Sie angesprochen haben, dann mit den Engländern, dieses Palästina-Mandats ab 1922, das ist sehr viel größer. Das stimmt, da gehört eben dieser Bereich Transjordanien noch dazu. Das schneiden die Engländer aber ab. Sie sagen, zack, dieser Bereich Transjordanien, das geben wir jetzt im haschemitischen Königshaus, die haben uns gut gedient im Ersten Weltkrieg, die kriegen das jetzt sozusagen als ihr Land, als Jordanien, und das gehört dann auch nicht mehr zum Mandatsgebiet. Und tatsächlich wird über Transjordanien als Mandatsgebiet auch nicht mehr gesprochen nach 22, 23. Sondern wenn wir vom Mandatsgebiet reden, dann ist es nur das sogenannte Cisjordanien. Also alles, was, wenn man auf die Karte guckt, links vom Jordan liegt. Und aus diesem heraus werden dann verschiedene Vorschläge gemacht, wie diese beiden Staaten aussehen können. Denn das ist sehr früh schon klar, dass man hier nicht einfach einen Staat macht, sagt, hier ist ein jüdischer Staat und der Rest irgendwie, sondern man braucht einen jüdischen und man braucht einen arabischen Staat. Und das sind dann politische Aushandlungen, wie das genau aussehen könnte. Es gibt ja schon 36, 37, 38 erste Vorschläge, wie so eine Teilung aussehen könnte. Also wir sind vor dem Zweiten Weltkrieg, wir sind vor der Shoah. Da wird also im Völkerbund schon erkannt, dass es hier ein Problem gibt. Und dann gibt es verschiedene Vorschläge, die dann schließlich zu dem führen, was wir heute haben. Kann man mit Fug und Recht, Professor Petri, behaupten, die jüdische Führung von Selbetzmol sei so etwas wie pragmatisch veranlagt gewesen, also nach dem Motto, lieber der Spatz in der Hand als die Brote in die Tube auf dem Dach hinten dran, wo man nie wird einfangen können? Ja, das ist ganz klar. Das zeigt sich ganz besonders im Mai 1948, als es um die Diskussion geht, ob man den Staat Israel denn tatsächlich ausrufen, also ob man einen jüdischen Staat ausrufen soll. Und das gibt eine heftige Diskussion innerhalb der zionistischen Führung, der provisorischen Regierung sozusagen. Also da sind überhaupt nicht alle sofort dafür. Und es gibt eine wichtige Diskussion, die schlussendlich damit endet, das ist jetzt der Moment, wo wir das nutzen müssen. Jetzt ist der Moment und der ist ganz unsicher. Also das ist jetzt überhaupt nicht wieder, es gibt keine Sicherheit über Grenzen, niemand weiß, was wirklich passiert, niemand weiß, was militärisch passiert, aber das ist jetzt der Moment und das ist tatsächlich, und da bin ich ganz bei Ihnen, das ist eine pragmatische Entscheidung, die sagt, das müssen wir jetzt machen, das ist nicht religiös gedacht, sondern einfach, das ist jetzt so ein Moment, wie heißt es immer so schön, so der Mantel der Geschichte, der weht so durch den Saal und man sagt, jetzt packe ich mal zu, das mache ich jetzt. Ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das sehr unangenehm ist, weil man wird täglich, vor allem wenn man recherchiert, konfrontiert mit unglaublichen Verschwörungstheorien in den sozialen Netzen und auch weit darüber raus, oder? Bis in die Mitte von der Gesellschaft wird alles behauptet, eben Israel, Unrechtsstaat, die letzte Passion vor Apartheid und überall, egal was passiert in der Weltgeschichte, sei es in Sachen Finanzen oder Waffenschmiede oder Banken generell, das Finanzsystem sowieso, also da heisst es alleweil, das seien Juden und Zionisten und da wird behauptet, dass Leute, die es überhaupt nicht sind, Juden oder Zionisten seien, ein grusiges Phänomen, das überhaupt nicht mit Erklärungen kann aus der Welt geschaffen werden. Die Leute sind beratungsresistent, sie wollen es gar nicht wissen. Woher kommt denn diese eigentümliche Fixierung, wie wenn die Juden die Welt beherrschen würden? Es heisst ja zum Beispiel sogar Zionazi. Das ist ja ein fürchterlicher Ausdruck, wo eigentlich mehr aussagt über die, die es sagen. Aber wie sehen Sie das aus geschichtlicher Hinsicht und vor allem auch aus, ich meine, Sie sind ja auch ein Neugeschichtler, wie sehen Sie das, dass das unausrottbar ist, die Projektion, sagen wir mal? Also wenn wir so ganz genau wüssten, worauf das immer abhebt, dann würden wir das ja auch noch viel besser bekämpfen können. Also das ist sicherlich eine der Aufgaben hier, die wir auch haben, innerhalb so eines Studiums wie jüdische Geschichte, jüdische Studien, aufzuzeigen, wie das funktioniert und zu versuchen herauszukriegen, woher das kommt. Es hält sich tatsächlich schon eine ungeheuer lange Zeit, diese Idee, also jüdische Leute und Geld geht immer zusammen. Also wir haben lange einen Kassier hier gehabt in unserer, wir haben eine Stiftung, die das hier mitträgt und der Kassier hieß Rothschild. Und ich meine, wenn wir irgendwo hingekommen sind und der hat sich vorgestellt, dann haben die Leute, ah ja, Rothschild, ist ja klar. Und dann hat er gesagt, was, also muss ich mein Bankkonto mitbringen oder so? Und deswegen ist es auch ganz verrückt. Also ich meine, in dieser Stiftung, die hier ist, steckt auch bis vor wenigen Jahren, steckt nur
jüdische Stiftung. Also christliche Stiftungen sitzen hier gar nicht. Die werden da die Juden schon bezahlen, können wir dann hören. Super. Also es gibt so eine totale Fixierung, die gleichzeitig damit einhergeht, dass man eine sehr schöne, einfache Erklärung für die Welt braucht. Und wenn mir jemand Böses will und es ist jemand, der aus meinem engsten Umfeld kommt, dann kann das ja noch schwierig sein. Aber, und da sind wir natürlich wieder bei Herzl und dieser Vorstellung, Jude gehören nicht dazu, dass er sagt, dass, und dann, wenn man dann die Vorstellung hat, das sind jetzt jüdische Leute, die gehören aber eigentlich nicht so richtig dazu, dann ist das Abwälzen auf diese Gruppe ein wunderbares Argument im Sinne von, also jetzt bin ich meine Sorgen los, weil jetzt weiß ich, da ist jemand, der ist gegen mich. Und der gehört nicht zu meinem engeren Kreis. Und das sind Motive, die dazu führen, dass wir, wie Sie es gesagt haben, also wirklich mit unglaublichen Theorien kommen, also was Juden alles beherrschen, also im Grunde ja alles. Und ich meine, manchmal kann man ja nur antworten und sagen, ja, habt ihr schon mal ins Budget des Staates Israel geguckt, wenn das so genial ist? Wieso ist das alles? Warum sind die da im Minus? Und was ist denn da? Und das nützt alles nichts. Man muss versuchen, hier vor allem die jungen Leute, also das heißt Schüler, Schülerinnen, aber auch hier die Studierenden natürlich, aufmerksam zu machen dafür und ihnen diese Mechanismen zu zeigen, dass sie dagegen angehen können. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Also man könnte sehr pessimistisch auch sagen, Herr Goldberger, auch hier, das ist völlig sinnlos, der Kampf. Aber da bin ich dann zu sehr Optimist und sage, nein, das müssen wir jetzt machen, da müssen wir wirklich gegen angehen. Also der sogenannte talmudische Jud oder sagen wir mal der Rothschild als Ausgeburt vor der Herrschsucht über die Finanzen. Könnten Sie über das Haus Rothschild etwas sagen? Der Edmund Rothschild hätte ja zum Beispiel, oder der Walter Rothschild, weil ich es nicht mehr wähle, hätte ja zum Beispiel auch sehr geholfen, also beim Landkauf zu Israel. Ja, Sind Edmond. die tatsächlich dermaßen umfassend, dass wir fast schon können sagen, das sind die jüdischen Rockefellers? Ach, das fallen dann immer so Namen raus von einer Familie, wo man sagt, die haben das alles beherrscht. Was die Familie Rothschild gemacht hat, ist eine Wirtschaft innerhalb der Familie zu etablieren, die schlussendlich alle anderen auch gemacht haben. Sie sind da sehr innovativ gewesen, denn sie haben gesagt, was wir brauchen, wir reden jetzt so 17. bis 18. Jahrhundert. Was wir brauchen, ist nicht eine Wirtschaft, wo ich in meinem kleinen Bereich arbeite und ich verkaufe dem Bauern A das und der Bauer B verkauft mir das und das kriegen wir es hin, sondern wir müssen eigentlich schaffen, eine größere Wirtschaft herzustellen. Erstens ist das für alle gut und zweitens sorgt es übrigens auch dafür, dass man sich nicht ständig bekriegt. Also möglicherweise ist das auch ein positiver Effekt für eine Gesellschaft, wenn wir größere Wirtschaftsräume haben. Und das hat Meyerhamschel Rothschild, der in Frankfurt wohnte und der deswegen Rothschild heißt, weil an seiner Tür halt ein rotes Schild war. Später hatte er übrigens ein grünes. Und da hieß er aber weiter Rothschild. Und daher kommt auch dieser Name mit dem TH geschrieben. Das ist die alte deutsche Schreibweise für Rot mit dem TH. Das heißt, sie haben ein System etabliert, wo sie sagen, wir brauchen einfach einen größeren Bereich. Seine Söhne haben dann in verschiedenen anderen Städten sich auch um Bankinstitutionen gekümmert. Klammer auf, wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in Westeuropa in einer Zeit befinden, in denen jüdischen Leuten die allermeisten Berufe verboten sind. Also wenn der jetzt Meyer-Rothschild gesagt hätte, ich wäre so gern Landwirt und hätte das klasse gefunden, dann hätte er nicht gekonnt. Er hätte das nicht gedurft. Er durfte in einem bestimmten Bereich arbeiten, in einem Finanzbereich. Jetzt muss man wieder West- und Osteuropa trennen. Osteuropa ist eine andere Situation, aber in Westeuropa ist das so. Das heißt, er ist auf diesen Bereich fixiert. Und ja, dann macht er das natürlich auch. Und das hat weder was damit zu tun, ob jüdische Leute jetzt besonders begabt sind in diesem Bereich. Und wenn ich das halt mache, dann mache ich das halt in dem Bereich. Er ist tatsächlich sehr erfolgreich gewesen, weil dieses System einer globalen Wirtschaft, so wie wir sie heute eigentlich auch haben, und in vielen, auch in der Wissenschaft natürlich, ich meine, ich bin ja auch im Grunde so ein Produkt globaler Wissenschaft. Also ich sitze nicht mehr in Kassel in Nordhessen irgendwie, der lustigen Uni da, sondern bin über Göttingen, Jerusalem hierher gekommen. Also diese Idee, die er dann, und also, ist auch nicht der Einzige gewesen, der das gemacht hat, der es aber sehr erfolgreich gemacht hat, das ist in den Köpfen der Leuten einfach drin, Rothschild, Bankhäuser. Fragen Sie mal in Deutschland, jüdisches Bankhaus, 19. Jahrhundert, dann kommt sofort Bleichröder, alle wissen das. Ah, super. Nennen Sie mal ein anderes Bankhaus, gab ja noch mehr, nicht jüdisch. Fällt einem niemand was ein. Also auch die Wahrnehmung, wie man das sieht, trägt mit dazu bei. Es gibt ja in Basel eine gewisse Opposition, es gibt Demonstrationen, so eine Art Gegenkongress. Und in einer
von diesen Veranstaltungen sind Organisatoren dabei, die gehören zur BDS. Das ist also man kann dem offen so sagen, eine antisemitische Ausrichtung, wo steht für Boykott, Desinvestment und Sanktionen. Man wird immer wieder auf das angesprochen, wenn man sagt, Gegnerschaft vom Zionismus und vom Staat Israel als solchem, das sei so eine Art Unterstellung. Und wenn man da kommt mit Antisemitismus, sagt man, ja, du musst nicht kommen mit dieser Antisemitismuskeule. Was hat es eigentlich daran, dass Leute, die gegen Israel sind, sehr oft in der Emotion verhängt bleiben und nicht können rational argumentieren, sondern gerade auf die Juden generell losdüsen, um sie verächtlich zu machen? Also, das Israel ist ein europäisches Projekt, könnte man sagen. Das heißt nicht ein europäisches Kolonialprojekt, aber es hat Teile von Europa. Und Europa fühlt sich mit diesem Projekt verbunden. Positiv wie mit schlechtem Gewissen. Das heißt, es gibt eine besondere Verbindung zu Israel. Was ja, erstmal muss das ja überhaupt nichts Schlechtes sein, aber was gleichzeitig unheimliche Emotionen auch hervorruft. Die Situation im Nahen Osten ist eine, bei der alle Leute immer Bescheid wissen und eine Meinung haben. Fragen Sie mal über den Nordirland-Konflikt. Soll man mal die Parteien, kein Mensch hat eine Ahnung, kein Mensch kann das auseinanderhalten. Aber in Palästina, Israel, da weiß immer jeder sofort Bescheid. Das heißt, es gibt eine hohe emotionale Bindung daran und damit sehr oft ein komplettes Herausfallen aus jeder Form einer Analyse mit einem gleichzeitigen Anspruch in Europa, den Israelis mal zu sagen, wo es lang geht. Und alle Personen, die mal in Israel gelebt haben oder da leben oder sich mit der israelischen Situation auskennen, die wissen, nirgends wird so hart kritisiert wie in Israel selbst. Die brauchen nicht unsere netten Hinweise, das haben die alles schon selbst. Das heißt, es gibt so eine Verquickung auch, eine Verquickung von, also da bin ich jetzt auf der richtigen Seite, ich helfe unterdrückten Völkern, die Palästinenser sind ein unterdrücktes Volk, damit bin ich also richtig, es verquickt sich alles zu einem sehr unschönen Mix, der dann zu Situationen führt, wie wir sie jetzt hier in Basel auch erleben. Ich meine, der Zionismus muss seine Kritik daran aushalten, der Staat Israel wird innerhalb Israels so genauso scharf kritisiert, seine Handlungen. Das ist alles aushaltbar, das ist alles völlig in Ordnung. Es gleitet halt sehr oft ab, eben nicht in eine Kritik an einem Staat, sondern an einem Rundumschlag, der schlussendlich dann alle Juden und Jüdinnen mit einbezieht. Also man ist dann verantwortlich als jüdische Person für alles. Also ich habe einen Studenten hier, der aus China kommt, der jüdische Studien macht, also Mutter ist Chinese, den hat noch niemand hier verantwortlich gemacht für China. Das musst du doch mal sagen, also das weißt du doch, ne? Du bist doch, aber jüdische Leute hier, das ist, also werden sofort für den Staat Israel verhaftet. Dass ihr, was macht ihr denn jetzt wieder da? Und das ist wirklich etwas, wo man sehr, sehr gegen angehen muss, auseinander dividieren muss. Und Begriffe wie Boykott sind also hoch besetzt und auch der falsche Weg. Ist der Zionismus als staatstragende Idee ein Auslaufmodell? Das heißt, wird Israel denn dereinst können existieren ohne das Attribut Zionismus, einfach weil es schon so selbstverständlich ist? Oder ist das etwas, wo die eiserne, spirituelle, religiöse, nationalstaatliche Klammer bleiben wird oder vielleicht sogar muss? Also, wenn Israel ein jüdischer Staat ist, dann bleibt der Zionismus im Grunde da, weil er die jüdische Nationalbewegung ist. Dann ist es ein jüdischer Staat. Wenn Israel kein jüdischer Staat ist, sondern sich davon lösen würde und sagen, wir sind irgendein Staat und da können ganz irgendwie haben überhaupt nicht mehr diesen Hintergrund, dann ist das was anderes. Das wird aber nicht passieren. Das sehe ich nicht. Ich sehe den Zionismus übrigens auch noch lange nicht als auslaufendes Modell. Denn wenn man sich das anguckt, Zionismus ist ja Herzls Idee, mit seinem Blick von 1897, das ist schon klar, auch das Schaffen einer gerechten Gesellschaft geworden. Und ich meine, wenn man in Israel guckt, 25% sind nicht jüdisch, Staatsbürger, Staatsbürgerinnen, da muss man mit arbeiten. Da ist noch einiges zu tun. Wenn ich Sie so daran erinnere, der Friedrich hat es ja geheißen, Juden raus nach Palästina. Und heute, ja, wo die Juden nicht wohlgesinnt sind, sagen Juden raus aus Palästina. Also zuerst hin und dann retour. Heißt das mit anderen Worten, dass die Juden, egal was sie machen, vielleicht doch nie daheim sind, außer dort, wo sie sich entscheiden?
Das ist eine gute Frage. Und Sie haben auch, es ist wirklich faszinierend, Anzug wie Ende des 19. Jahrhunderts mal gesagt, also die müssen wir alle wegjagen. Also wenn die nach Palästina kommen, das war auch bei Wilhelm II. So, ah, tolle Idee mit dem Zionismus, sind wir die nämlich los. Jetzt passt das auch wieder nicht, jetzt müssen wir die auch wieder da loswerden. Wenn es darum ginge, dass man dort zu Hause ist, wo man sich entscheidet, dann hätte man kein Problem auf der Welt. Wir haben aber das Problem von denen, die drumherum sitzen und sagen, nein, du gehörst hier nicht hin. Das ist das Problem. Denn wenn es um die eigene Entscheidung geht, dann wäre die Situation eine andere. Aber das geht es nicht. Und im Moment haben wir ja, also ungefähr die Hälfte der jüdischen Weltbevölkerung sozusagen lebt in Israel, die anderen irgendwo anders. Das heißt ja nicht, dass die da nicht auch sich wohlfühlen, auch leben können und alles. Aber diese Frage mit der Entscheidung ist eigentlich, wenn das so wäre, wäre das toll. Das ist aber der falsche Weg. Und deswegen ist Israel als jüdischer Staat auch absolut. Letzte Frage, Professor Petri, Historiker am Zentrum für jüdische Studien an der Universität Basel. Das Judentum in Europa ist ja bis vor dem Zweiten Weltkrieg zahlenmäßig das bedeutsamste. Man hat über 11 Millionen Anhänger gehabt von der jüdischen Religion. Mittlerweile ist das Judentum in Europa auf rund 1 Million gesunken. Gibt es eine Zukunft von jüdischem Leben zu Europa, oder wenn das so weitergeht mit den anti-jüdischen Ressentiments, muss man davon ausgehen, dass innerhalb von einer Generation praktisch kein vibrierend jüdisches Leben mehr in Europa existenzfähig sein könnte. Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage für einen Historiker, weil ich doch ein rückwärtsgewandter Prophet bin und nicht nach vorne gucke. Meine Antwort darauf ist, dass die Situation in Europa eine ist, die in bestimmten Teilen sehr bedrohlich ist. Aber es gibt immer noch ein aktives, lebendiges, europäisch-jüdisches Judentum, was dieses Judentum hier in Europa leben will. Da spielt das keine Rolle, also dass man sagt, ja, wenn wir in Europa leben, dann braucht es Israel nicht mehr, das braucht es eben doch. Aber auch das Leben in Europa ist ein aktives und muss auch gefördert und unterstützt werden von jüdischer Seite. Zum Teil muss auch gegen Antisemitismus vorgegangen werden, etc. Ja, es gibt diese Abwanderungstendenz und Europa ist nicht mehr das Zentrum jüdischen Lebens. Das ist allerdings so, das ist heute Amerika und Israel. Das hat Europa auf brutalste Weise zunichte gemacht. Meine Damen und Herren, die hier auf Kuriosum TV schauen, Sie haben gerade den Professor Erik Petri erlebt über ein Thema Zionismus in den heutigen Tagen aus Anlass von 125 Jahren Jubiläum von der, wenn man so will, die geistige Staatsgründung, die in Basel im Jahr 1897 stattgefunden hat. Hoffentlich läuft das gut über die Bühne und dass die 5,7 Millionen Franken gut investiert Geld sind, dass nichts passiert. Weil ich meine, auch die Schweiz hat ja auch die Schweiz hat gewisse historische, nicht nur Reminiszenzen, sondern Aufgaben, nicht nur zu bewältigen, sondern auch aufzuzeigen, wir sind da für die, die bei uns damals Unterschlupf gefunden haben. Und wir stehen dazu und nicht umsonst ist Basel auserkoren worden und ich hoffe, das wird sich auch als ein gutes Omen erweisen für die nächsten 125 Jahre. Allen Gegner vom jüdischen Staat, sagen wir mal, ja, gegenläufig zu dem, was ein Haufen Leute wünschen, nämlich, dass es den jüdischen Staat nicht gibt. Er ist ein sehr kreatives Element mit vielen Erfindungen. Und wer weiß, ob Europa in seiner Energiekrise demnächst nicht sogar auf israelisches Gas angewiesen sein könnte. Gespässigerweise kehren sich Sachen in der Geschichte. Und wer wie Sie, Professor Petri, weiß das, dass man zwar kein Prophet in der Zukunft kann sein, aber man kann ja von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Haben Sie das Gefühl, und das ist meine unwiderruflich letzte Frage, dass der Staat Israel aus seiner, sagen wir mal, Outcast-Rolle, der Aussenseiter, der Paria, endlich einmal aussteigen kann und wahrgenommen wird als eine regionale Großmacht im beste Sinn vom Wort, wo nicht nur Frieden kann anbieten kann, sondern ganz viel schöpferische Kräfte, wovon die ganze Welt profitieren könnte. Weil das ist ja der jüdische Geist. Er wirkt eben überall und sogar territorial unbunden. Könnte man davon ausgehen, dass sich auch hier die Atmosphäre dereinst einmal kehrt
also quasi die Antisemiten sich zu einer besseren bekehren. Also das wäre natürlich zu wünschen, weil das automatisch die Situation in jeder Konfliktlage des Mittleren Ostens, des Mittleren Nahen Ostens auch sofort verändern würde. Denn Israel ist ja manchmal auch einfach so ein, da kann man dann was drauf abschieben, muss man nicht beim eigenen gucken. Wenn sich das so entwickeln würde, das wäre tatsächlich zu wünschen, wäre das natürlich super toll und wäre für die Region, für alle Menschen in der Region eine große, große Hilfe. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich meine Frage gestellt haben, Professor Petri, mit allen Emotionen und mit Ihrem Fachwissen, wo sehr grundiert ist und womit Sie natürlich einen Haufen Leute anstecken, die über das Thema einfach besser aufklären können wie andere, die nur so ein bisschen angelesen sind oder an sich angelesen haben und vor allem einen Haufen Vorurteile transportieren, ohne dass es durch die Wiederholung besser wird. Merci vielmals, auch meine Damen und Herren, die hier dabei waren bei Kuriosum TV. Ich freue mich, wenn Sie ein Abonnement lösen und wenn das nächste Mal dabei sind bei der nächsten Sendung auf Kuriosum TV. Ich freue mich drauf und ich verabschiede mich mit dem besten Dank. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören auch und alles Gute für Sie, Professor Petri Zwas. Vielen Dank, Herr Goldberger.